Moin und herzlich willkommen zurück in Planet Crafter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, wir haben ja in der letzten Folge so viele verschiedene Sachen bekommen zum Freischalten. Und hier wachsen die Nahrungsmittel schön vor sich hin. Das ist natürlich schon ziemlich nice alles und krass, wie viel wir jetzt hier haben. Wasser geht zur Neige, sehe ich gerade. Man hat trotzdem immer gut zu tun. Also es ist nicht so, dass hier Langeweile aufkommen würde. So, Wasser. Habe ich noch Wasserrationen? Ja. Einen nehmen wir mal. Dann können wir von dem Eis noch ein bisschen was herstellen. Und dann wollte ich mich noch mal genauer erkundigen, was wir jetzt eigentlich hier alles haben. Was wir noch bauen können. So. Also, wir haben hier noch den Mikrochip-Abbaugeschwindigkeit Stufe 3. Brauchen Silizium und Aluminium. Den bauen wir mal auf jeden Fall. Silizium und Aluminium. Aluminium, ja, haben wir nicht mehr. Siehst du, das ist es. Das ist es. Wir müssen noch Aluminium besorgen. Ich glaube, diesen Bohrer für die Mineralien, den können wir noch nicht bauen, ne? Ich sortiere die Sachen erstmal kurz weg. Nein. Silizium, Titan. Ist auch nichts mehr da. Weil wir letztes Mal so viele Superlegierungen gemacht haben, fehlt da jetzt natürlich einiges. Dann haben wir noch hier Iridium. Und Uran. So, dann die Superlegierung. Zwei nur. Einmal Nahrung, dann nehmen wir noch einmal Wasser mit. Und einmal Sauerstoff. Sauerstoff haben wir auch nur noch einen, okay. Und einmal Nahrung können wir uns auch zu uns nehmen, hier von den Pflanzen. So. Dann holen wir noch mal Materialien und fliegen noch mal da drüben hin. Oh, warte mal, hier liegt noch einiges rum. Vom Abbauen ist noch was übrig geblieben. So, okay, hauptsächlich irgendwie Aluminium. Ne, das ist nicht vom Abbauen, das ist von den Meteoriten. Ich wundere mich schon, warum die Sachen hier rumliegen. Also löst sich das doch nicht auf, ne? Oder wenn, dann erst nach einer langen Zeit. Es ist schon länger her jetzt, dass hier die Meteoriteneinschläge waren. Naja, wir brauchen sowieso alles, ne? Vor allen Dingen Aluminium. Kobalt auch, um Sauerstoffflaschen herzustellen. Aber vor allen Dingen Aluminium. Ich mache erstmal alles voll mit Aluminium. Da ist noch wieder eine Kiste. Ja gut, und dann ist schon wieder alles voll. Aber immerhin haben wir 4 Aluminium. Da muss ich schon wieder zurück. Obwohl es jetzt schon der Rucksack Stufe 3 ist, ne? Es ist einfach immer noch zu wenig. Ich möchte heute mit euch auch mal auf Erkundung gehen. Und nicht so viel bauen. Ich weiß, ich kann dann mir die Gegenden eigentlich nur anschauen. Aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal machen mit euch. Weil wir sind ja jetzt immer nur in diesem relativ eingeschränkten Bereich gewesen, bis da hinten zum ersten großen Wrack. Und von daher möchte ich jetzt... Ja, sehr intelligent. Da muss man auch drauf achten. Definitiv drauf achten, dass der nicht auf Zerstören steht. So, Eisen. Bauen wir den mal eben kurz neu. So, ich wollte Sauerstoff bauen.
So, okay. Dann sortieren wir einmal alles weg. Und nehmen unterwegs die Sachen mit, die wir brauchen, um eine kleine Basis vielleicht zu bauen. Nahrung. Können wir eins wegpacken auf jeden Fall. Uran. Nee. Iridium. Kobalt. Und Bohnen als Nahrung dabei haben. Wir nehmen mal zwei Flaschen Wasser mit. Und den Sauerstoff. Zwei Flaschen Sauerstoff. So, für ein Gebäude brauche ich zweimal Eisen, einmal Titan. Dreimal Eisen, zweimal Titan, einmal Silizium. Okay. Titan, Eisen, Silizium sammeln. Ich will einmal da oben hin, wo das andere Raumschiff ist. Da war, glaube ich, ein Durchgang. Okay, der sackt immer so ein bisschen ab, ne? Guck mal, wie viel Zeug hier noch liegt. Komme ich da jetzt rüber? Passt er sich automatisch an den Bodengegebenheiten an wahrscheinlich, oder? Fliegt jetzt da rüber? Ja. Okay, gut. Da war, glaube ich, ein Durchgang. Ich gehe jetzt nicht ins Raumschiff hier. Ich weiß, da ist auch eine Menge zu holen, aber hier war doch irgendwie... Ah, hier sind noch... Ach ja, dieses Zeug hier. Osmium. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht mehr genau, wofür man das brauchte. Das Eisen schmilzt ja irgendwann. Ich nehme mal das Osmium mit. Schwefel. Nehmen wir alles mal mit. Man kommt hier noch gar nicht durch, ne? Dafür muss erst das Eis schmilzen. Und dafür muss es, glaube ich, einfach nur warm genug sein oder irgendwie so war das. Osmium und Schwefel. Genau, hier komme ich nicht durch. Das bringt jetzt auch nichts. Ne. Gut, dann... Da gibt es nicht einfach nur einen Durchgang. Dann machen wir einfach nochmal alles voll. Oder wir gehen mal dann doch einmal ganz kurz ins Raumschiff. Also wir kommen nicht durch. Da muss erst das Ganze schmilzen. Ich dachte, man kommt da so durch. Lampe an. Vielleicht finden wir noch Computerchips. Dann würde ich vorrangig die Computerchips mitnehmen. Stoff, Superlegierung, den Rest lasse ich drin. Ja, man muss eine Auswahl treffen, ne? Das ist einfach so. Da. Sehr schön. Ein Chip schon mal. So, hier wieder zurück. Ein bisschen breiter könnte die Taschenlampe auch strahlen, oder? Hat natürlich schon eine gewisse Atmosphäre, ist mir klar, aber so ein bisschen breiter. Jetzt schon Sauerstoff niedrig. Da ist kein Chip, aber wir nehmen Aluminium mit. Davon haben wir immer auf jeden Fall zu wenig. Wasserflasche brauche ich jetzt nicht. Wie gesagt, ein bisschen Prioritäten setzen. Diese Dinger können wir ja später auch abbauen. Da bin ich auch sehr gespannt, was das bringt. Aluminium. Stoff. Iridium brauche ich auch nicht unbedingt. Ich hätte noch lieber gerne einen Chip. Können wir dann eigentlich die ganzen Schiffe auseinanderbauen unter Umständen? Da haben wir schon reingeguckt. Das wäre natürlich auch abgefahren, ne? Was ist das denn für ein Teil hier? Interessant, interessant. Oh, das ist ja doch größer, als ich dachte. Drei Kisten direkt. Kein Chip. Kein Chip. Gar nichts.
dafür aber Stoff. Chip. Und ein Eisen packen wir weg für die Superlegierung. Noch ein Eisen packen wir weg für Aluminium. Ist da so ein 600er dabei? Ne, 300er. Okay, dann können wir hier nochmal rein. 150er. 300er, das lassen wir alles hier. Superlegierung, Eisen weg für Superlegierung. Und ja, wir gucken, ob wir noch einen Chip finden. Sonst da. Eisen fallen lassen für den Chip. Oh Mann. Kann ich den abbauen? Nee. Wieso kann ich hier was reintun? Kann ich den für mich nutzen? Und was muss da rein? Ich weiß, dass da kein Stoff rein muss, aber da muss ein Uranstab rein wahrscheinlich, ne? Erzeugt der dann für uns Strom? Kann ich den hier in dem kaputten Raumschiff nutzen? Wasser und Sauerstoff brauche ich. Wasser und Sauerstoff, meine letzte Sauerstoffkapsel. Frachtschiff Cirella des Vierte, Maschinenlogbuch 436. Heute Morgen, am 17. Tag unserer Reise nach Stigma, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffes fiel ab, so als ob von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Hab ich mich jetzt erschrocken, dass der da mit seiner Taschenlampe rumfummelt. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir gehen jetzt mal zurück und ich versuche da mal was reinzupacken. Das wäre ja, das wäre ja krass. Das machen wir jetzt mal. Wir nehmen einen Uranstab mit. Und den anderen Stab auch. Ging's hier raus. Ja. So, einmal zurück. Ist mein Inventar voll? Ne, für zwei haben wir noch Platz. Ist ja egal was, wir brauchen alles. So, unsere kleine Flachdachstation da. Wir können uns natürlich auch nach oben hin ausweiten. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Und dann haben wir erstmal Platz genug. Ich könnte natürlich auch da oben Solar drauf bauen. Wir schauen mal, wie wir das machen. Super gut finde ich natürlich auch, dass der Jetpack hier keine Energie braucht. So, pass auf, wir packen das Zeug hier in Superzeug. Und den Stoff packen wir auch da rein. Und die Superlegierung packen wir hier rein. Dafür haben wir extra eine Sache angelegt. So, dann Aluminium. Erstmal nochmal wegsortieren. Kobalt. Taschenlampe kann ich auch ausmachen. Magnesium, Titan. Und drei Chips. Wunderbar. So, was kriegen wir Neues? Neuer Bauplan erhalten. Großes Wohnmodul. Okay, das ist ein Vierer-Pack. Mikrochip. Taschenlampe Stufe 2 können wir auch herstellen. Gerade habe ich es noch gesagt mit der Taschenlampe. Einen Bauplan erhalten. Schreddermaschine. Okay, so.
wir machen die Taschenlampe 2. Was ist das denn hier? Mikrochip-Bauplan anheften, okay. Taschenlampe 2 braucht Aluminium, Magnesium und Schwefel. Genau, komischerweise Schwefel für die Taschenlampe. Genau das, was wir gerade zufälligerweise gefunden haben. Ein Schwefel. Aluminium und Magnesium war das? Oder? Ja. Die dürfte dann ja wohl breiter sein, ne? Taschenlampe Stufe 2. Okay, so, was bauen wir jetzt noch? Was macht uns das Leben jetzt noch leichter? Wir wollten einen Uranstab bauen. So viel Uran haben wir aber nicht. Ich glaube nicht. Ne, nur 2. Nur 2 Uran. Das hätte mich ja schon gereizt, jetzt festzustellen, was man da, ob man da diesen Uranreaktor, Kernreaktor betreiben kann damit tatsächlich. So, ich kann jetzt, also, sammelt automatisch Wasser. Ja, das bauen wir als erstes. Das meine ich mit Quality of Life. Kernreaktor. Leute, dann brauche ich den ja gar nicht in Betrieb zu nehmen. 3-mal Superlegierung, 1 Uranstab, 2-mal Wasserflasche. Das können wir bauen. Es regnet. Es regnet! Das ist ja... Jetzt fängt es an zu regnen. Lass mich hier das Zeug noch einsammeln. Da, Wasser. Es fängt an, Leute. Es bildet sich Wasser. Wie gut, ehrlich. Guck dir das an hier. Das ist doch der Anfang vom Wasser hier, oder? Oder ist das nur jetzt eine Lichtreflexion? Ich würde sagen, das ist feucht. Wie schön. Ja, das ist Feuchtigkeit. Ja, wir bauen das Regenauffangteil. Dann brauchen wir kein Eis mehr. Eis hat sich erledigt, Leute. Guck dir das an. Wann freut man sich schon mal so über Regen? Der sieht zwar ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt, aber es ist trotzdem schön. Es gibt sicherlich welche, für die ist das Spiel zu simpel gestrickt, aber mir macht's Spaß. Das ist eben einfach. Du hast so viel zu tun. Es ist natürlich sehr progresslastig. Es geht halt immer konstant vorwärts. Und du hast so viel Auswahlmöglichkeiten, so wie jetzt auch wieder, dass wir so viel plötzlich freigeschaltet haben. Aber das ist ja gerade das Schöne daran, ne? Guck dir das an. Ich vergesse mal, dass wir den Jetpack haben. Ja, sehr schön. So, dann schauen wir mal, was wir brauchen für den Regenauffang. Noch eine Legierung und einmal Aluminium, das haben wir. Eine Superlegierung. Achso. Erst wieder wegsortieren. Eine Superlegierung und einmal Aluminium. Oh, Kobalt ist hier falsch einsortiert. So, wo setzen wir den Regen, das Regenauffangteil hin? Komm, wir packen den hier direkt daneben, oder? Da möchte ich noch Bohrer hinsetzen. Aber hier wollte ich eigentlich auch noch so 2 Pflanzenteile hinsetzen. Jetzt den, oder hier in die Ecke.
Das ginge doch auch. Das ist auch ein Riesenteil. Oh, der ragt da leider rein. Nochmal abbauen. Reicht da einer? Warte mal, habe ich nicht irgendwie so eine oder so vielleicht? Dann ragt er trotzdem da oben rein, ne? Wahrscheinlich reicht einer, oder? Soll ich auf der anderen Seite auch einen bauen? Oder zwei nebeneinander. Öffnen. Wasserflasche stillt den Durst vollständig. Erzeugt der jetzt immer automatisch Wasser oder nur, wenn es regnet? Oder zieht er sich die Feuchtigkeit irgendwie aus der Luft? Naja, gut. So, ich wollte auf jeden Fall noch hier Bohrer auch bauen. Eisen und Aluminium. Warte, eins nach dem anderen. Wir hatten gesagt Quality of Life. Beschleunigt den Terraforming-Prozess erheblich, indem Raketen in den Weltraum geschickt werden. Ja, das ist Iridiumstab. Wofür brauche ich die Kommunikationsantenne? Empfängt Übertragung aus dem Weltraum. Ach so, okay. Dann bauen wir erstmal die Antenne. Ein Aluminium brauchen wir noch. Ja, es fällt ein bisschen schwer, jetzt sich zu entscheiden, was man als erstes baut irgendwie, ne? So, gehen wir einmal hoch. Und die Antenne brauche ich einfach hier vorne in der Mitte. Ist auch ein Riesenteil. Okay, die dreht sich sowieso. Ja, ist klar. Ist das so ungefähr die Mitte? Ja, ist okay, ne? Gut. Vielleicht sollten wir jetzt einen Atomreaktor schon bauen. Und auf das Windkraftsystem verzichten. Kernreaktor braucht einen Uranstab und drei Superlegierungen. Wir bauen einen Kernreaktor. Muss der drinnen gebaut werden wahrscheinlich, ne? Superlegierung. Wasser. Und einen Stab hatten wir ja, glaube ich, ne? Da, einen haben wir. Noch eine Superlegierung. So, dann bauen wir die ersten Heizungen ab und bauen da einen Kernreaktor rein. Oder kann ich den draußen hinstellen? Ah, ich kann den auch draußen hinstellen. Okay. Kann der in die Luft fliegen? Und zerstört dann meine komplette Basis. Pass auf, wir bauen den hier hin. Weil das ja sowieso unsere Anlage war für den Strom. Das ist schon ein Riesenteil, ne? Aber hier können wir mehrere nebeneinander bauen. So, wie viel Energie liefert dieses Teil? 86,5. Einmal kurz kontrollieren. Ach, guck mal, die Partikel hier bei dem Wasserauffangteil, der sammelt das Wasser einfach aus der Luft. Ja. So, wir haben da
Wir verbrauchen 188 und produzieren 244. Okay. Also im Moment ist noch Luft nach oben. Das heißt, die Antenne da oben läuft. Ja, kann man so lassen, ist so ungefähr die Mitte. Gut, und dann noch ein paar Bohrer. Eisen, Aluminium, Titan. Aluminium ist immer zu wenig, ne? Definitiv ist das immer zu wenig. Eisen, Aluminium, Titan, Silizium kann, Magnesium kann weg. Aluminium, Kobalt kann weg. So, nochmal eben schauen. Titan. Wie viele brauche ich denn? Ich brauche vier Eisen für zwei Bohrer, vier Eisen, vier Titan, vier Aluminium. Drei, vier Eisen, vier Titan, vier Aluminium. Guck dir das an. Nochmal kurz nachschauen hier. Ja, es ist Wasser. Es füllt sich. So, dann setzen wir noch zwei Bohrer hin. Das passt. Und noch ein daneben. So. Das passt auch. So, das sieht doch schon richtig cool aus. Sehr schön. Okay, jetzt wird es aber hier auch nass. Die Frage ist jetzt, wo sammelt sich das Wasser, ne? Aber hier wird es sich nicht sammeln. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist schon mal nice, dass es auch nass wird. Der Boden wird halt generell nass. Sammeln sich denn da jetzt erste Pfützen oder ist das nur, das ist bis jetzt alles nur die Spiegelung, ne? So, schauen wir mal nach dem Wasser. Vielen Dank. Sehr schön. Ach so. Flüssiges Wasser braucht noch 55%. Oh, was? Das habe ich nicht drauf geachtet. Egal. Also. Sauerstoff läuft zu wenig, ne? Wir brauchen einfach viel mehr Sauerstoffgeschichten. Und wir können herstellen für den Sauerstoff die Pflanzenröhre, ne? Das war diese Geschichte mit dem Sauerstoff. Recyclingmaschine, Mikrochip zerlegen zweimal und dreimal Superlegierung. Was ist denn die Recyclingmaschine? Die würde ich ja auch gerne bauen. Mikrochip zerlegen zweimal. Der braucht Magnesium und Silizium. Zweimal Magnesium, einmal Silizium. Einmal. Zweimal. So, und dann
dreimal Superlegierung haben wir nicht mehr, ne? Eine haben wir noch. Magnesium, Eisen, da brauchen wir von allem wieder was. Können wir jetzt gleich einsammeln? Oh. Ja, moin. Mittendrin. Ja, jetzt komme ich nicht an meine Lagerbestände dran hier. Ja, komm, wir sammeln mal ein. Da war gar nichts drin. Da hinten. Aluminium wäre ja gut, ne? Bringt ihr auch mal Aluminium mit? Ne. So Riesenteile hier. Ne, das ist ein Felsen, ne? Der ist einfach nur gegen den Felsen geschlagen. Okay, was ist da noch zwischen? Titan und Magnesium. Inventar voll. Da war Aluminium. Ja, gut. Es geht halt fürs Sammeln wirklich viel Zeit drauf. Das ist einfach so, ne? Aber wir haben jetzt schon wieder eine Menge erreicht. So, Superlegierung. Gucken wir mal, ob wir schon eine herstellen können. Ja. Nochmal Eisen, Silizium und ein Aluminium. Eisen, Silizium und ein Aluminium. Eisen, Silizium und haben wir noch ein Aluminium? Nee, ne? In der Höhle war auch Aluminium. Da können wir uns auch nochmal umschauen. Auch hier ein bisschen den Boden im Blick behalten. Aber hier ist nichts. Kobalt, Kobalt. Erzextraktor. Okay. Da. Also, Erzextraktor, das ist ja ein Träumchen. In jeder Folge passieren wesentliche Ereignisse. Das ist richtig gut. Wirklich, wirklich gut. Nur ein Aluminium. Ach, guck mal, da war noch was in der goldenen Kiste, ne? Hier haben wir noch. Ah, ne, die ist leer. Dann machen wir die auch weg. Eisen. Da. Aluminium. Und noch ein Aluminium. Und da ist noch ein Aluminium. Es ist schon weggeschmolzen. Das war der Durchgang von hier oben.
Das Eis ist schon weggeschmolzen. Das sieht nicht gesund aus. Kriegen wir hier Schaden? Ich krieg keinen Schaden, oder? Krieg ich Schaden? Nee, sah nicht so aus. Aber was ist hier? Hier ist erstmal alles normal. Habe ich Sauerstoff dabei? Ich habe keinen Sauerstoff dabei. Junge. Naja, jetzt schaffen wir es sowieso nicht mehr. Ja, fehlt Eisen, ist klar. Das ist jetzt kurz vor knapp. Leute, Leute, Leute. Bauen wir gleich auch irgendein Gestell drunter. So. Aluminium will ich haben. Wenn ich das hier bekomme, bin ich glücklich. Schwefel, okay, hier gibt's. Ach, deswegen. Deswegen die gelbe Suppe hier oder grüne Suppe wahrscheinlich. Da bauen wir uns dann auch mal so ein Ping-Teil dran. Gib mir mal noch ein Eisen, genau. Dann kann ich da ein Gestell drunter bauen. Ich hab's ja gerne ordentlich. Was ist denn hier noch? Obwohl doch daran, jetzt fällt es mir wieder ein, das war im Early Access auch schon. Neue Mitteilung erhalten. Das ist schon krass. Pass auf, wir setzen hier auch eins hin. Ein Modul. Titan. Hier ist kein Titaner. Nicht ein einziger Titan hier. Doch. Nee, Eisen. Hier ist Eisen ohne Ende. Guck's dir an. Titan. Ach. Titan und Silizium. Da, Silizium. Das ist ja krass hier. Eisen, da möchte ich gerne ein Fenster haben, weil der Anblick, der ist so nice. Licht anmachen, ne? Also das ist doch eine Aussicht. So, dann schauen wir uns das... Ne, Moment mal eben. Ich muss einmal Eisen und Silizium. Jetzt haben wir hier genug Zeug. Wir brauchen einmal Wasser und Sauerstoff und Nahrung brauchen wir eigentlich auch. So. Das möchte ich mir natürlich anschauen hier, ne? Das ist ja krass wieder.
das denn? Ey, hier. Hier liegt einfach die Superlegierung rum. Ich denke, was sind das denn für Klumpen, wollte ich sagen. Ja, Superlegierung, ne? Wie schön. Konnte man hier nicht irgendwie durch? Hier war doch... Ah, das ist... Das ist schon krass. Guck dir das an hier. Was ist denn auf der anderen Seite? Komme ich hier hoch? Ach, hier, okay, hier sind wir. Man fiel doch durch die Felsen durch, oder? Habe ich das nicht so in Erinnerung? Okay, da ist das Schiff. Da hinten, was ist das denn? Warte mal. Ist das noch das vom Aluminiumgebiet da hinten? Das könnte sein. Okay, hier gibt es die Superlegierung. Hier kann man durchgehen. In dieses Gebiet. Und was ist da alles noch? Guck dir das an. Ich weiß, ich brauche Wasser, aber ich warte. Ja, bis die Meldung kommt, wollte ich gerade sagen. Ist da hinten noch ein Eisbiom? Also das kenne ich definitiv nicht vom Early Access. Riesig. Ich sagte ja, ich will mit euch ein bisschen auf Entdeckung gehen. Zumindest etwas. Vielleicht finden wir da Nahrung. Ah, Uran. Ja. Und Aluminium, aber ich kann nichts mehr abgeben. Die Superlegierung ist genauso wichtig. Ich will da hinten hin. Sauerstoff niedrig. Pass auf, wir bauen uns hier auch noch eins hin. Was ist da hin? Die Felsen leuchten so komisch. Warum leuchten die so? Oh, jetzt hat es aber gehakt. Ah, hier ist auch noch Eis, okay. Aber da können wir schon rein. Was geht hier ab? Pulsarquarz. Was bitteschön ist Pulsarquarz? Wintervoll. Also das ist ziemlich krass. Oh, sorry, warum hakt es jetzt? Sorry dafür. Es scheint abzustürzen. Ich weiß nicht warum. Okay, ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme. Ich weiß nicht, warum es jetzt abgestürzt ist, ehrlich gesagt. Kriege jetzt hier gerade auch das Windows-Zeichen auf dem Bildschirm. Oh, jetzt ist er wieder da. Warum hakt der jetzt so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier gibt es eine Kiste, hier gibt es Pulsarquarz. Ich baue hier auch nochmal schnell ein Element eben hin. Zweimal Eisen, einmal Titan. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Titan. Pass auf, wir legen kurz das Aluminium zur Seite. Zweimal Eisen.
Kriege ich jetzt hier Titan auch in der Höhle? Hier ist Titan, ne? Ja, wir legen nochmal das Aluminium. Ich sammle das gleich wieder ein. Sehr spannend. Keine Ahnung, wo wir hier sind, was hier genau ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Eisen, Titan, Silizium. Eisen. Silizium und da hinten war noch ein Titan, ne? Oder? Nee, doch nicht. Ich darf nicht vergessen, das Aluminium wieder einzusammeln. Jetzt werden wir wieder zurückgeportet. Doch, Titan, komm schnell. Komm schnell. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt folgt noch der Abspann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, bis dann. Ciao, ciao.